Aber ich persönlich halte es nicht für das fundamentale Problem. Das Problem ist am Ende die Zusammensetzung von den Klassen. Wenn ein bestimmter Prozentsatz überschritten wird, wenn die Kinder mit deutschen Sprachkenntnissen plötzlich nur mehr eine Minderheit in der deutschen Schulklasse darstellen, dann kann es das nicht sein. Und da müsste man eben auch von der Landesregierung, vom Schulamt mal sich die Frage stellen, ob man da nicht auch die rechtlichen Rahmenbedingungen ein bisschen überprüft. Also es gibt zum Beispiel gerade im Kontext mit den Migranten gibt es einen Beschluss der Landesregierung, der wieder auf staatlichem Recht auch beruht, wo es heißt, es soll eine ausgewogene Verteilung der Migrantenkinder stattfinden, in dem Maße, dass nicht mehr als 30% pro Klasse Migrantenkinder sind. Nur, was ist das Problem dabei? Da wird letztendlich nur auf die Staatsbürgerschaft geschaut. Das heißt, ein österreichisches Kind mit österreichischer Staatsbürgerschaft gilt als Migrant, obwohl es deutsche Muttersprache ist. Ein italienisches Kind, wo das überhaupt keine Sprachkenntnisse hat, gilt als inländisch und nicht als statistisch problematisch. Und umgekehrt ein ausländisches Kind, was in Südtirol geboren ist, wird dann auch wieder anders behandelt. Also man geht da anscheinend von der italienischen Staatsbürgerschaft aus und nicht von dem, was eigentlich sein müsste, und zwar die tatsächlichen Sprachkenntnisse. Und da bin ich der Meinung, man müsste man diese Regeln dahingehend ändern, und das ist meiner Meinung nach auch zulässig, dass man mit Hilfe von einer Sprachstandserhebung, das heißt, man schaut unabhängig von der Staatsbürgerschaft des Kindes, kann das Kind zum Beispiel der deutschen Schule, kann das Deutsch, kann es dem Unterricht folgen? Und dann diese 30%-Regelung. Das wäre zum Beispiel ein sinnvoller Ansatz. Das ist sicher auch ein Problem der Ressourcen, weil wenn wir Lehrer und Lehrerinnen en masse hätten, also am Ende fast für jedes Kind einen eigenen Lehrer, dann wären manche Probleme vielleicht nicht gegeben. Aber da ist zum Beispiel in Bozen, ist so ungefähr ein Viertel der Bevölkerung ist deutsch, Kindergärten aber werden die Hälfte der Bevölkerung besucht einen deutschen Kindergarten. Das heißt, doppelt so viel. Die Ressourcen werden aber nicht dementsprechend aufgeteilt. Das heißt, die italienischen Kindergärten sind groß, leer, mit viel zu viel Personal. Die deutschen Kindergärten sind alle vollgestopft bis zum letzten Platz und haben dann wesentlich weniger Platz und wesentlich weniger Betreuungsintensität als in den italienischen Kindergärten. Also da ist schon auch eine Frage der Ressourcengerechtigkeit, die zum Beispiel die Volkspartei bis heute nicht so richtig zur Geltung gebracht hat. Das ist immer wieder mal beanstandet worden, aber Landesrat Hachhammer, der scheint da dem, was die Partito Democratico will, einfach nachzugehen. Wir haben das Recht auf die deutsche muttersprachliche Schule und das wird durch das CLIL unterwandert. Derzeit wird es als Experiment in den Oberschulen wird es eingeführt mit einzelnen Fächern, aber tendenziell ist es etwas, was in Richtung Gemischtsprache Schule in Aufgabe des muttersprachlichen Prinzips hinläuft. Und das lehnen wir absolut ab. Nebenbei gesagt ist auch das CLIL, so wie es konzipiert wird, flächendeckend für alle, auch ein ungeeignetes Instrument, weil damit werden auch Schüler sprachlich oft überfordert. Denn nicht alle sind sprachlich begabt und wenn jemand gezwungen wird, bestimmte Fächer auf Englisch oder auf Italienisch im Unterricht zu erleben und dann auch gezwungen wird, Prüfungen in dieser Sprache zu machen, das ist fast schon eine Diskriminierung und eine Verletzung des Rechts auf die deutsche Schule. Das gehört endlich abgestellt, Herr Schäfer. Fragen Sie mal nach. Ja, ich möchte jetzt mal die italienische Schule bewerten, sondern vielleicht mal die SVP als Hauptverantwortliche für die deutsche Schule. Also, wir haben vorher das Beispiel gehört von 30%, wo man Bestimmungen vom Staat völlig unpassend auf die Südtiroler Realität anpasst, wo man eben dann wirklich Fälle hat, wo 70, 80% nicht deutscher Muttersprache sind, weil man eben vom Schulamt aus nicht diese Bestimmung auf Südtirol anpasst. Wir haben das CLIL, was auch das Unterrichtsministerium sich ausgedacht hat, das Konzept für Italien. Warum kommt die SVP her und übernimmt das einfach für Südtirol, die Frau Kassler-Damur? Da müsste man doch hergehen und sagen, wir sind Südtirol, wir haben Artikel 19 vom Autonomiestatut, bei uns ist die deutsche Schule. Bei uns geht das Konzept nicht, macht die SVP nicht.
Warum schafft man die Experimente auf der höheren Ebene mit Claudiana, mit der Universität Bozen, wo gemischte Schulen faktisch erzeugt werden, wo kein Recht mehr auf deutschen Unterricht mehr gewährt wird, wo geteilte Wortschätze entstehen, doppelte Halbsprachigkeit, eine Universität Bozen, wo die deutsche Sprache mittlerweile, muss man fast mit der Lupe suchen. Das alles habt ihr verbockt. Danke. Kann ich nichts dagegen sagen. Ich habe schon zu Beginn darauf hingewiesen, oder, dass eben das, die Frage der Verteilung, diese 30% oder können es auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein, das ist ganz, ganz ausschlaggebend. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt diesen Artikel 6 hernehmen, wir brauchen einfach nur aufs Autonomiestatut zu schauen. Ne? Dort, ja, es ist auch, stimmt nicht, was die Frau Lorenzi vorher gesagt hat, dass das eine italienische Schule ist, wo jeder so ein bisschen wie er glaubt, sondern Artikel 19 vom Autonomiestatut sieht vor, dass da die Lehrer die Muttersprache der Schüler haben. Also in der deutschen Schule Lehrer deutscher Muttersprache grundsätzlich für deutsche Schüler und nicht für italienische oder für fremdsprachige Schüler. Bei diesem Artikel 19, wenn wir bei dem bleiben, dann würden wir uns viele Probleme ersparen. Aber leider weicht die SVP in vielen Handlungen von diesem Artikel 19 ab. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Das heißt, was ich nicht imstande bin zu denken, das kann ich auch nicht erfassen und auch nicht begreifen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Muttersprache stärken, weil sie ist das Fundament für jede Fremdsprache, jede zweite, dritte, vierte Sprache. Deswegen wollen wir Freiheitliche das Prinzip der muttersprachlichen Schule in Südtirol nicht angetastet und nicht in Diskussion gestellt wissen. Und wir möchten gern, dass die Südtiroler Volkspartei, die Südtiroler Regierung, dass die dieses Prinzip außer Streit stellt und nicht mit Experimenten wie CLIL oder mit Gemischsprache Schule, was immer wieder mal so zur Diskussion gestellt wird, da Unruhe hineinbringt. Die Gemischsprache Schule würde ganz Südtirol schaden. Man hat gesehen, was im Austertal passiert ist. Dort hat man nach dem Zweiten Weltkrieg die gemischsprachige Schule eingeführt, mit dem Ergebnis, dass in gerade mal 2 Generationen die frankophone Bevölkerung von 90% auf, ich glaube, ein Viertel, wenn es gut geht, noch gesunken ist und dort eigentlich nur mehr Italienisch gesprochen wird. Das möchten wir für Südtirol nicht haben. Die Migration, die in den letzten Jahren stattgefunden hat und weiterhin stattfindet, die ist eigentlich ein Impuls auch dafür, um eben das Schulsystem nachzujustieren. Wir haben es bei der Gruppeneinteilung im Kindergarten, in den Schulen gesehen, da müsste man als Landesregierung müsste man eben nachjustieren. Das muss gewährleistet sein, dass deutsche Schüler in einem deutschen Kindergarten, in einer deutschen Schule, in einem deutsch geprägten, mehrheitlich deutsch geprägten Umfeld lernen können. Wenn wir das erreichen, dann ist schon sehr, sehr viel erreicht.